Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dan at Flip. Auch heute habe ich Ihnen wieder einen Buchungssatz bzw. ein Beispiel für einen Geschäftsfall mitgebracht, wo wir jetzt gemeinsam versuchen, den richtigen Buchungssatz zu finden. Das heutige Thema oder der heutige Geschäftsfall beschäftigt sich mit dem Thema Warenrücksendung an Lieferanten. Das heißt, wir haben bereits Waren eingekauft, diese auch geliefert bekommen, also sprich die Eingangsrechnung erhalten und diese auch bereits verbucht. Im Nachhinein kommen wir jedoch drauf, dass die Waren nicht ordnungsgemäß sind und schicken diese Waren dementsprechend an den Lieferanten wiederum retour. Aber nachdem wir die ursprüngliche Warenlieferung ja bereits verbucht haben, müssen wir diese jetzt in der Buchhaltung auch wieder korrigieren. Für den Wareneinkauf ursprünglich lautete der Buchungssatz 5010, Handelswareneinsatz mit 1.000 Euro, zuzüglich Vorsteuer, also Kontonummer 2.500, mit 200 Euro, an Lieferverbindlichkeiten, Kontonummer 3.300, mit dem Gesamtbruttobetrag von 1.200 Euro. Aber wir haben die Waren ja wieder zurückgesendet und dementsprechend haben wir diese Waren nicht mehr und darüber hinaus haben wir die Verbindlichkeiten, also die Schulden gegenüber dem Lieferanten nicht mehr, weil wir die Waren ja auch nicht mehr haben. Und dieser Buchungssatz, diesen gilt es jetzt zu korrigieren. Und hier stellt sich eben die Frage, wie verbuchen wir diese Warenrücksendung an einen Lieferanten? Das ist jetzt an dieser Stelle relativ einfach zu erklären, beziehungsweise diese Verbuchung ist auch relativ einfach durchzuführen. Wir müssen hierfür letztendlich nichts anderes tun, nachdem wir die vollen Waren zurückgeschickt haben, als wie diesen Buchungssatz umzudrehen. Das bedeutet, wir müssen alles, was im Haben war, jetzt in Soll buchen und alles, was im Soll verbucht worden ist, im Haben verbuchen. Und dementsprechend ergibt sich dann jetzt der Buchungssatz für die Warenrücksendung mit Lieferverbindlichkeiten, also 33.00, Lieferverbindlichkeiten mit 1.200 Euro an 5010 Handelswareneinsatz mit 1.000 Euro und an Vorsteuer mit 200 Euro. Ja, und damit wäre eigentlich die komplette Warenrücksendung bereits verbucht. Und wenn Sie sich das Ganze jetzt in Form eines D-Kontos vorstellen, so haben Sie jetzt, wenn wir hier jetzt beispielsweise dieses Handelswareneinsatzkonto hernehmen, zuerst durch die ursprüngliche Buchung in Soll einen Betrag von 1.000 stehen. Und durch die Korrektur haben wir jetzt einen Betrag beim Handelswareneinsatzkonto von 1.000 Euro im Haben stehen. Und wenn wir jetzt Soll gegen Haben aufrechnen, so kommen wir hier dann in weiterer Folge auf einen Saldo von 0 auf dem Konto Handelswareneinsatz. Und dasselbe Spiel ist natürlich auch beim Vorsteuerkonto bzw. beim Lieferverbindlichkeitenkonto. Und aus diesem Grund wurde dieser ursprüngliche Buchungssatz einfach komplett rückabgewickelt und somit ist es rein buchhalterisch, also vom Ergebnis her, so wie wenn es diesen Geschäftsfall einfach nie gegeben hat. Wir finden ihn zwar dargestellt in der Buchhaltung, weil wir müssen ja jeden Geschäftsfall und jeden Buchungssatz dokumentiert lassen,
aber das Ergebnis ist dann mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Ja, so viel zum Thema Warenrücksendung an Lieferanten. Und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen.